So, 3 zu 1, willkommen zurück bei Black Mirror Version 2017. Aktuell sind wir im Gewächshaus, schon zweimal gestorben jetzt oder Game Over gegangen, weil ich mich zu Können Sie mir von blöd Cecilia anstelle. erzählen? Wie war sie so? Sie war ein liebes Mädchen. Aber ach, sie hatte mehr als genug Probleme. Großvater Edward? Ganz genau, Junge. Sie sagten, sie läge nicht in ihrem Grab. Ei, sagte ich. Ist sie ertrunken? Ist sie. Hat sich umgebracht. Ihre Leiche fand man nie. Mir bleiben nur noch Erinnerungen. Und die sind nicht mehr das, was sie waren. Und das dort. Fingern wir das Ding wieder Das an. ist wundervoll. Cecilia hat das gemacht. Das hat sie. Ei. Für mich. Das Mädchen muss sich die Finger blutig gestochen haben. An den Dornen, wissen Sie? So, speichern können wir hier nicht. Also müssen wir das jedes Mal von vorn wieder machen. So. Jetzt können wir auch noch nicht speichern. Also berühren wir das Ding. Des Namens Gordon nicht würdig. Fort von hier, du Feigling! Ich wegrenne. Passiert mir nichts. Nein, weg, 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 wegrennen. Oh. So, was ist das? Kann ich untersuchen? Okay, ich muss von dem Typen wegbleiben. Dann auf ein neues. Können Sie mir von ganz Sie sagt Ei ist So, ich skippe mal so ein paar Sätze, die wir jetzt schon dreimal gehört haben. Es ist wundervoll. Cecilia hat das gemacht. Das hat sie. Ei. Für mich. So, antatschen. Zack. Touchen wir das auch noch an. Des Namens Gordon nicht würdig. Fort von hier, du Feigling! Und wenn du das jetzt wirfst, dann lege ich das an. Weg. Weg, 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 weg. Oh, Scheiße.
Wieso? Wieso? La la la. Tut mir leid. Können Sie mich... Sie... Sie... Ist... Komm, so. Antatschen. Es ist Wunder. Das hat... Nochmal antatschen. Wie komme ich auf Abstand? Und kann trotzdem die Sachen untersuchen. Des Namens Gordon nicht würdig. Fort von hier, du Feigling! War das ein Messer? Sah nach einem Messer aus. Verdammt, komm weg! Weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Boah. So. Können Sie mir von Cecilia erzählen? Wie war sie so? Sie war ein Liebesmädchen. Großvater Edward? Ganz genau, Junge. Sie sagten, sie läge nicht in ihrem Grab. Gott. Komm. Es ist wundervoll. Cecilia hat das gemacht? Das hat... Antatschen, los. Des Namens Gordon nicht würdig. Fort von hier, du Feigling! So. Schauen wir jetzt ins Questprotokoll. Die ertrunkene Frau aus der Vision findet sie raus. Dachboden war. Weg.
zu langsam. Oder habt einmal zu oft gedrückt. Na? Jetzt weg. So. Gärtner, helf mir. Speichern kann ich nicht. Verschwinder! Lass sie! Endlich! Wer ist diese alte Frau? Es gehört Mut dazu, Edward so die Stirn zu bieten. Sie haben mich belogen! Wer? Sie alle! Oha. Er tritt durch, er tritt durch. Na komm. Frau unfruchtbar. Fangen wir erstmal mit unfruchtbar an. Konnte Cecilia keine Kinder bekommen? War Großvater Edward darüber erzürnt? Sie scheinen einiges zu sehen, Junge. So einiges. Es lag nicht an ihr, es war ihr Mann. Er war das Problem, konnte nicht. Sie verstehen? Ich glaube schon, ja. Ei, tja. Edward gab Cecilia die Schuld, dafür den falschen Mann gewählt zu haben. Alte Frau? Da war eine alte Frau. Sie trug ein langes, fließendes Kleid und klang stark und entschlossen. Klingt nach Rosemary. Sie war Lady Margarets Mutter. Ja. Was ist passiert? Das könnte ich Sie fragen. Sie haben mit sich selbst geredet. Und dann haben Sie mit den Armen rumgefuchtelt, als ob Sie gegen etwas kämpfen. Was
konnte ich nicht sehen. Sie haben gebrüllt und das Mädchen kam rein, um nachzusehen, was los ist. Sie wollte sie beruhigen, aber sie sind auf sie losgegangen. Oh, das oh. wird schon wieder, Junge. Du brauchst nur ein bisschen frische Luft. Dieser Ort kann einem nahe gehen. Die Ärztin, die wird sauer sein. Ja, ho. Oh wei. Entschuldigung, Fräulein Ärztin. Na. Ah. Komm. Ich muss wissen, ob es Beweise für meine Vision gibt. Ich muss wissen, ob es Beweise für meine Vision gibt. So. Erstmal da oben. Hoch. Der Riss ist genau da. Edward war wütend. Offenbar waren er und Urgroßmutter Rose nicht immer einer Meinung. Die Gartenschere müsste... Hier ist sie. Woher wusste ich das? Für eine vergessene Erinnerung ist das verdammt präzise. Die lag jetzt all die Jahre dort. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt, Junge. Uiuiui. Oh, oh, arme Ärztin. David, geht es Ihnen gut? Soll ich Sie fragen? Ob es mir gut geht, das sollte ich Sie fragen. Es tut mir leid, dass ich Sie angegriffen habe. Ich weiß nicht, was los war. Keine Sorge. In der Anstalt habe ich Schlimmeres erlebt. Sie ist zäh. Scheint nie die Fassung zu verlieren. Tut mir wirklich leid. Vielleicht sperren Sie mich nächstes Mal nicht aus wie einen ungezogenen Welpen. Ja, versprochen. Cecilia. Ich glaube, Edward ist vielleicht schuld am Tod meiner Tante Cecilia. Nicht direkt. Sie hat sich im See ertränkt. Ich glaube, Edward hat sie dazu getrieben. So alte Familien haben meistens ein oder zwei Leichen im Keller. Ja, aber meine hat einen ganzen Friedhof voll. Ich habe das Gefühl, der Wahnsinn, der in dieser Familie herrscht, in diesen Mauern, befällt langsam auch mich. Ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen sich mir öffnen. Sie müssen mit mir reden. Sie würden mir ja doch nicht glauben. Sie sind ein Sturkopf, genau wie Ihr Vater. Schade, mehr geht nicht. Welches Geheimnis diese Familie auch verbirgt, es kostet Leben. Cecilia, das Hausmädchen, mein Vater. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wir müssen herausfinden, was dem Hausmädchen zugestoßen ist. Was ist los, David? Mal sehen. David, warten Sie! Na und? Und? Hallo? Sind wir wieder im Haus? Okay, dann mal hoch mit uns. Oder? Sie müssen sich mir anvertrauen, David. Was sehen Sie? Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Geister, Echos, Erinnerungen. Ich sehe meinen Vater als Kind. Es ist, als versuche er mit mir zu reden. Vielleicht waren Sie als Kind einst hier.
Vielleicht sind das Geschichten, die Ihr Vater Ihnen als Kind über diesen Ort erzählt hat. Ach, sehen Sie, ich wusste, Sie glauben mir nicht. Anhänger. Wenn das nur Erinnerungen sind, woher wusste ich dann, wo der Anhänger ist? Woher hätte ich gewusst, dass er sich ihr aufzwingen wollte? Oder halten Sie mich für Ihren Mörder? Ich halte Sie nicht für einen Mörder, David. Und Sie haben recht. Ich habe keine Erklärung. Also? Also konzentrieren wir uns auf die Fakten? Ich höre. Sie sahen die Leiche des Mädchens. Ihr Genick war gebrochen. Das hat ein Mensch getan. So, damit machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Beziehungsweise Folgenende. Ich sag Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal bei Black Mirror.